Plugin Digital Label. Und Kiro-O Games. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Orion. Das wird ein etwas anderes Spiel diesmal, sage ich mal. Und es gehört mal wieder in die Reihe, wir entdecken Spiele aus aller Welt. Denn, naja, Orion ist ein Spiel aus Afrika, das sich mit afrikanischer Kultur beschäftigt. Und Kiro-O Games ist auch ein kamerunisches Entwicklerstudio. Die haben Ende 2015 eine Kickstarter-Kampagne gegründet, um ihr Spiel Orion fertig zu kriegen. Und die ist innerhalb von einem Monat durchgerasselt. Das ist dann, also nicht durchgefallen, sondern schnell fertig geworden, sodass man im April 2016, also ist dieses Jahr rausgekommen, Orion letztendlich rausbringen konnte. Und das wird mal wieder ein Spiel auf Englisch werden, denn, naja, als Kameruner hat man jetzt nicht als erstes im Sinn, das Spiel auf Deutsch rauszubringen. Das gibt's auf Französisch und auf Englisch, und da mein Französisch ziemlich shitty ist und ich auch denke, dass die meisten Leute Englisch verstehen, im Gegensatz zu Französisch in Deutschland, also mit verstehen meine ich nicht bloß ein paar Wörter, sondern wirklich verstehen. Spielen wir das Ganze auf Englisch. Ich werde das so ähnlich handhaben wie damals, als ich The Shiver Let's Played habe. Ich werde nicht simultan übersetzen, wenn irgendwas auf Englisch dasteht, sondern ich werde die Sachen auf Englisch vorlesen. Und einfach mal voraussetzen, dass ihr versteht, was dasteht. Ansonsten kann ich ja auch zwischendurch immer mal noch irgendwas mit erläuternd erwähnen. Beziehungsweise vielleicht muss ich ja auch das ein oder andere Wort nachschauen, mal schauen, wie es aussieht. Aber mit simultan übersetzen, das geht meistens in die Hose, deswegen lasse ich das lieber. Und ich würde sagen, so viel weiß ich auch nicht über das Spiel, deswegen lasst uns direkt anfangen. Es geht um einen Prinzen. Ja, er heißt Enzo und er ist dabei, jemanden zu heiraten. Und er wird betrogen werden. So viel weiß ich schon. Alles andere würde ich sagen, schauen wir uns an, wir lassen uns überraschen. Und damit begeben wir uns hinein in die Geschichte von Orion, die uns auch mit afrikanischer Mystik hoffentlich begeistern wird. Auf geht's! Garden of the Odanes. The City of Zama. In a few hours, I'll be king. All my people are counting on me to guide them. Am I ready? Aaron and I have completed the Ngondo ritual. We've proven to our ancestors that we have a strong bond between us, but am I really ready to be a good king? Will Aaron be the queen Zama needs? Bah, I'm clearly worrying over nothing. I'm marrying the most beautiful woman in Zama, and my people have faith in me. I wander around a bit, try to relax. Prince of Zama's last walk. Yeah, that sounds good. I should go and speak with the Grand of Zama. He used to counsel my father in his moments of doubt. He must be under the Palava tree. A tree, shrieking tree, natürlich. Telling stories to the children. Und damit geht's los. Also die Steuerung an sich natürlich nicht sonderlich schwer. Ich spiele mit dem Xbox-Controller, deswegen linker Stick zum Steuern. Und wir können Leute ansprechen, indem wir X drücken. Ganz wunderbar. Den Rest der Steuerung werden wir wahrscheinlich später gezeigt kriegen. Was ein Griot ist, weiß ich nicht genau. Ich vermute aber einfach mal, dass es sowas wie ein Schamane sein wird. Habe jetzt auch gerade keine Lust nachzuschauen. Also wir sehen, es handelt sich dabei um eine 2D-Perspektive, die wir in diesem Spiel haben werden, die, naja, so ein bisschen comichaft daherkommt. Aber gut, das ist ja an sich nicht schlimm. Reden wir doch einfach mal mit ein paar Leuten hier. The Garden of the Odanes is a rather peaceful place. All the kings of Zama rest and meditate here. I make sure that all the plants stay beautiful. Thanks for taking care of this place. My parents were so fond of it. Gut, dass es Gärtner gibt. Denn
Ein König ist sich zu vereinen, sich um sowas zu kümmern. Nein, er hat Besseres zu tun, natürlich. Die Frau sieht auch sehr lustig aus hier. Hello, Prince Anso. It's a big day today, isn't it? Yes, I'm going for one last stroll around the city before the ceremony. Aren't you overfeeding this chicken just a bit? We need some chicken for the party later. So I want this last day to be a nice one. She says it so calmly. Tja, so ist es halt, ne? Man muss, auch wenn man schon irgendwelche Tiere großzieht, die man dann schlachtet, um sie bei irgendwelchen Feiern zu essen, dann muss man dem auch entsprechend ins Auge sehen. Das ist nun mal so. Hello, Prince Anso. If you take this path, you will find yourself on the main avenue to the palace. Wunderbar, ich würde sagen, in die Richtung begeben wir uns dann auch. Auf zum Palast. Wir wollen heiraten, aber vorher muss noch ein kleiner Gang erledigt werden. Die Royal Avenue of Zama. Sind wir jetzt von... Ja, ich glaube, wir sind von unten gekommen, oder? Von links? Von... Ich habe keine Ahnung. Ja, okay. Es war ein Perspektivwechsel, alles klar. Gut. Muss man ja auch erstmal schauen, gibt es Perspektivwechsel, wenn man die Szenerie wechselt oder nicht. Spannende Musik auch, ne? So, ich glaube, in den Palast sollen wir noch nicht rein, oder? Nee. If I go in now, I'll be entering a ceremony. I need to speak with the griot in the city, so I can calm down just a little beforehand. Na gut. Dann suchen wir mal nach dem griot. Ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung, was es ist, aber ich nehme an, wir finden das schon raus. Der Elder Marduk. This cave is called Odain Lituba. The residents of the city of Zama come to pray to their ancestors here. The Orion is indeed tangible here. Okay, ich glaube, wir sollen da rein, aber gehen wir doch erstmal nach rechts. Wir müssen uns halt erstmal so ein bisschen hier an die Welt gewöhnen und uns ein bisschen umschauen und sehen, wie es hier läuft. Central City. Deadass! Deadass! Hallo, kann ich mit dir reden? Nein. Was hat er da hinten? Was ist das für ein komisches Gerät? Ich glaube, hier steckt Magie mit drin. Ich glaube, hier ist Magie mit im Spiel. Auch ihre Hacke? Was ist das? Ja, so eine kleine Mini-Hacke, ne? Sieht auch sehr interessant aus. Na gut, warum nicht? So, schauen wir uns doch mal ein bisschen um. Hallo? Wer bist du denn? Hekima Shati, ah ja. The old griot, Amogu, is giving lessons under the tree to the right. That brings back old memories. Gut, können wir denn in die Hütten rein, zufälligerweise? Nein, nicht. Das ist sehr schade. Auf dem Lady ist hier, Mensch. Ach ne, es ist gar keine Lady. Ich dachte, weil du ein Kleid trägst, Mensch. Good day, young prince. We're going on one last stroll before your coronation, huh? I'm sure your father would be proud of you. Weil ich einen Spaziergang mache? Ja, wer weiß. Hey, Prince Anso! There's going to be some Arki at the feast, right? Yes, it's a promise, Sanjaga. You can even come back with a full gird of just yourself. For just yourself. Ah, hier können wir doch rein, siehst du mal. Ah, diese Markierung scheint nicht zu sein für irgendwelche Orte, zu denen wir gehen sollen, sondern wo wir reingehen können, oder? Hier liegt doch was. Ah. Okay. Wir sammeln Pflanzen. Warum nicht? Wir nehmen alles mit. Beklauen wir doch einfach mal die Leute. Wir sind der König, also noch der Prinz, aber bald wahrscheinlich König. Von daher, warum nicht? King Anso, I'm getting ready for the ceremony. I hope that I won't be late. Na, das möchte ja wohl sein. Du möchtest doch deinen Prinzen nicht hier irgendwie beleidigen, indem du einfach mal zu spät kommst. Hello, Prince Anso. Not too much stage fright, I hope. You know, I could give you some helpful tips for the wedding night. Ja, bestimmt. Und am liebsten würdest du auch mit ihm ein bisschen Practice machen, ne? Genau. No, that's fine. I'll figure it out.
Of course, you're a Coriodon after all. I imagine that you're royal in every way. Alter! well, I couldn't say. Ja, gar nicht ein bisschen übertrieben, wie sie da rangeht. Okay, bevor wir jetzt mit dem Alten reden, mit dem Ältesten, sagen wir es mal so. Ein Ältester ist alt meistens, weil er ist ja der Älteste. Wobei nicht zwangsweise, ein Superlativ muss nicht unbedingt... Naja, gut, egal. Gehen wir jetzt nicht darauf ein. Schauen wir doch erstmal in diese Höhle rein. Odain Lituba. Oh, hübsch sieht's hier aus. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr schön, wie bunt das alles gehalten ist. Aber macht halt auch Sinn. Bei afrikanischer Kultur ist es halt alles ein bisschen bunter, ne? We're receiving instructions from the ancestors for the ceremony. We can usually hear their voices here. We've never celebrated a marriage at the same time as a coronation. Neither, never. Mann, was ist denn los? Ach Gott, ich kann nicht lesen. But it's helpful to change our customs for a new generation. Eben, stell dich nicht so an. Niemand mag Konservative, außer Konservativen natürlich. So. Gesunde Gesichtsfarbe. ein wunderschönes Blau hast du im Gesicht. Mami Makala told me that you're a little stressed. Here, try these herbs and roots with bread. You'll feel better afterwards. Danke. Thanks, Elder Amia. I have to admit that I did feel kind of ill. Ja, stecken wir uns mal ein, aber nehmen wir vielleicht mal später zu uns. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt irgendwie brauchen schon oder nicht. Aber hat sich doch so ein bisschen gelohnt, nochmal da in die Höhle reinzugehen. Und damit können wir dann jetzt auch am Baum der Reden vorbeischauen, der Palaver Tree. Ah, hier unten steht ja noch jemand. Oh, hier geht es ja noch nach unten weiter, das habe ich gar nicht gesehen. Siehste mal, Mensch, hier ist ja noch richtig was los. Aber nicht jeder will mit uns reden, wie es scheint. Wir sind ja nicht so wichtig, wir sind ja nur der Prinz. Time passes so swiftly, Prince Anso. Today you'll become a king and a husband. As for me, I've just been a Hekima for a couple of days. Yes, indeed. Seems like you just yesterday we were running around in the rain, looking for locusts. Ja, ja, die Zeiten ändern sich. Und plötzlich werden aus den Kleinen die Großen. Und die ehemaligen Kinder müssen plötzlich selbst Kinder großziehen und werden zu Eltern. Und all das geschieht schneller, als man denkt. My childhood friend, the prince, is getting married. Well, guess it means we must be all grown up now. Sieht wohl so aus. Are you taking one last stroll as a free man? If I were in your shoes, I'd run a mile out of town already. Ja, toll. I wouldn't be doing my duty if I left the young ladies of Zama defenseless against a lady killer like you, my friend. Ja, ist klar. Was, Elfida? Okay. Once you're married, will you still come and chat with us? You know, Erin, if I ever manage to get out of the palace again, it will be a miracle. Okay, so schlimm mit ihr? Oder nimmt sie dich so sehr im Bett ein? Oder wie kommt's, dass du nicht mehr aus dem Palast rauskommst, sobald du mit ihr verheiratet bist? Too bad, we had a lot of fun together. But I guess that's what growing up's all about. Everyone has to get their own home then. Ja, und unser Zuhause ist nun mal im Palast. Ich glaube, mit ihm haben wir schon geredet, oder? Ah ja, hatten wir schon. Na, ihr beiden, macht ihr euch hübsch für die Feier? Mama bejahe, okay. I can see that the dreadlocks I did are holding up still. You have a lot of hair for a boy, I find. Yes, it's a Coriodon family thing. But I will still come and get my locks done here. When Erin does my hair, it's pretty painful. Irgendwie wird dann ihr nicht so wirklich ein gutes Haar gelassen. Hahaha, Haar gelassen, wenn es gerade um Haargeschichten geht. Habe ich so das Gefühl, oder? Aber vielleicht täuscht das auch, ich weiß es nicht.
He's a young groom who's all stressed out. That reminds me of when I married the village Griot. He totally panicked. He's never seen a woman up close before. Close. I'd better get out of here, before she tells me about their wedding night. Schnell weg, das will doch keiner hören. Prince Anso, getting married is a very serious matter. Are you sure you're ready? Aaron and I thought it best to get married the day of my coronation. Das ist irgendwie ein komischer Satz. Thought it best? Ja gut, okay, egal. Zama needs a strong symbol like this for its future. Okay. Has the Eurythius spear become easier to use? We tried adding some features, but it's really too complex. Not really, no. But it's still quite heavy. In fact, I can only use it when I'm in the Orionic state. Huh. It could get better with time. Your father had a hard time with it too when it was entrusted to him by your grandfather. Okay, ich denke mal, das wird dann unsere Waffe werden, mit der wir kämpfen. Der Orionic, der Speer. Und dieser Orionic State, müssen wir mal schauen, was das ist. Also das scheint ja so eine Art Magie zu sein, das Orion. So verstehe ich das zumindest. Oder so eine innere Kraft, die er dann freisetzen kann. Wieso gibt es ja eigentlich so viele Leute mit ungesunder Gesichtsfarbe? Alter, der sieht echt nicht gut aus. Auch die Pupillen. Why does everybody call me Muna? Vielleicht weil Muna Gigi dein Name ist? Ich weiß es nicht. It means child in our ancestral language. Just as Ju means master. Ah, okay, siehst du, dann haben wir doch wieder was gelernt. Muna also ist das Kind. Meine Güte, es geht ja hier noch ein ganzes Stück weiter. So, ich will mir den Ältesten noch ein bisschen aufheben. How do you find your blade, Ujaziri? I was there when the great Hakimas made it. Oh, ein Schwert haben wir auch. Mensch, wir haben ja eine richtig gute Ausstattung. When you and Aaron have children, can we still come and play at the palace? Of course. I'm counting on you to teach them how to play the Ndoshi and Clappers. When I grow up, I want my son to be like you, Prince Anso. Nice and kind. Okay. Warum nicht? The elder tells us that we have to be nice to others. Das ist richtig so. Das solltest du. Pamugu tells us stories of Zama. Sehr schön. Okay. Den Ältesten lassen wir, wie gesagt, erstmal außen vor. So, hier können wir rein. Gibt es denn wieder was zum Sammeln im Haus vom Abuem? Nein, sieht nicht danach aus. Aber zumindest mit ihr hier können wir reden. I'm so happy for Aaron. You make a wonderful couple. Schön. Das freut mich sehr. Aber schon die erste Errungenschaft freigeschaltet. Ich habe gesehen, in dem Spiel gibt es sehr, sehr, sehr viele Errungenschaften. Also ich glaube, irgendwas über 100 waren das sogar gewesen. Das heißt, es wird öfter mal ein Fenster aufpoppen, das uns irgendeine Errungenschaft mitteilt. I spent the whole morning in the workshop. I'm going out for some fresh air.